Honig kann man nicht mit dem vermischen etwas. Vielleicht die Koi hat gekocht Honig mit Fleisch, dann macht er den Honig kaputt. Vielleicht mit einem Fisch, dann Honig kaputt. Honig kann man nicht zusammen mit etwas anderes. Zucker. Damit man vermehrt die machen. Ja. Von Zucker. Ja, dann, nein, das ist schon ein Produkt. Aber ja, der Honig, wenn es ein reines Honig steht da oben, ja, dann ist sicher nicht mit Fleisch oder etwas nicht kaschiert gemacht, weil wenn etwas gemacht mit anderen, macht er den Honig. Honig ist ein Material, ist eine Art von Flüssigkeit. Das kann mit dem Gang, man kann einen Kuchen machen mit Honig zusammen. Aber wenn ich rede über Honig selber, vielleicht gekauft in Fleisch oder in etwas nicht koscher und der Honig ist auch nicht gut, Honig kann man nicht mit etwas anderes vermischen. Es ist rein und sauber und nur so sein kann, so wie Tora. Tora kann nur sauber sein. Kannst du die Tora nie, kannst du einhalten, der Mensch will nicht einhalten, dann will er nicht einhalten. Aber die Tora bleibt heilig, bevor und danach dieselbe. Und deswegen sogar der Mensch, das hält nicht das und hält nicht. Trotzdem soll der Torah kommen und Shiu, und durch das Shiu wird er lernen und wird er einhalten, stufenweise, langsam, langsam, und mit Gottes Hilfe wird es der Richtige. Das ist das Symbol von Apfel und Honig. Klammer auf. Ich treffe Leute, ich habe Kontakt natürlich auch mit Nicht-Juden, auf der Straße gehe ich, sind sie Rabbi, ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Na, bitteschön. Einmal in der Woche. Eine Frau, ein Mann, normalerweise nicht Jugend, sondern 60, 70 Jahre. Sind Sie Rabbi? Ja. Darf ich etwas über Juden, über Juden? Ja, natürlich. Und wir sprechen auf der Straße, Wilbrückerstraße, Tuchlauben. Ich bleibe dort eine halbe Stunde, spreche mit jemandem. Nach ein paar Minuten komme ich dazu, dass sein Großvater war Jude. Manchmal die Großmutter von der Mutterseite. Also er ist 100% Jude, er weiß nicht davon. Oder er weiß, aber es keine Bedeutung, weil er ist so wie Katholik aufgewachsen. Jeder zehnte, dritte, über die Assimilation zwischen 1918, Ende des Ersten Weltkriegs, und 1939, Zweiter Weltkrieg, September, in diese Jahre der Assimilation in Österreich, Juden und Nichtjuden, Mischehen gewesen, 85%. Wo sind die Kinder? In Österreich. In Tirol, in Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, alle. Manche sagen, dass es gibt in Österreich heute die kleine Schätzung, manche reden über mehr, hunderte tausende Juden. Lode Halacha. Gemischte. Na, Jude, entgemischt. Entweder Jude oder nicht Jude. Halb Jude, Viertel Jude, das ist Hitler-Nürnberg-Gesetze. Lode Halacha, entweder Jude oder nicht. Vater Jude, Mutter nicht, Goi. Mutter Juden, Vater nicht, Jude, halbe, Viertel, Zentel, das ist Nürnberg-Gesetze, Hitler. Wir haben Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo. Talmud. Mutter Juden, 100% Jude. Mutter nicht, 100% Goy. Viertel, Fünftel gibt es beim Apfel, halbe, aber nicht beim Jude. So wie eine Frau halb in Schwangerschaft, gibt sowas nicht. Also wenn ein Mädchen ist geboren zu einem Juden, das mit einer Österreicher geheiratet, 1931. Gekommen zu dieser Welt zwei Mädchen und ein Sohn. Drei Juden, die Mutter Juden. Der Sohn hat geheiratet, nicht jüdische Frau. Dann die Kinder schon nicht mehr Juden. Aber die zwei Töchter des Juden geheiratet, nicht jüdische Männer, aber sie Juden sind. Dann kommen Kinder. Wieder Juden. Sie wissen überhaupt nicht davon, aber sie Juden sind. Und dann geheiratet, der Sohn mit der Nicht-Juden, aber die Töchter geheiratet und eine Tochter geboren. Dann wieder Juden. Und das bleibt bis heute. Und wir reden über 75, 80 Jahre. Wie viele Juden sind in Österreich? Hunderte, tausende Juden. Lode Halacha. Manche wissen, dass wir haben eine jüdische Abstammung. Weiß der nicht, ob das ist Mutter oder Vater. Weiß überhaupt nicht, ob es gibt einen Unterschied gibt. Keine Ahnung. Oben. Mach ein Telefonbuch auf in Wien. Nicht in Wien. Niederösterreich, Telefonbuch. Wie viele Kohen sind in Niederösterreich? Kohen. Wie viele Levi? Wie viele Goldberger, Greenberger, aschkenasische, jüdische Namen? Rosenfeld. Wie viele Rosenfeld in Tirol? Tirol, Kärnten. Jörg Heider. Ja. Telefonbuch von Kärnten, mach auf. Greenberger, Goldberger, Rosenfeld, Buchaczewski, Berkowitsch. Wie viele Berkowitsch in Tirol? Mach auf. Weil der Vater, die Familienname gibt, er ist nicht Jude. Weil die Mutter nicht. Mutter ist Christine.
Hochenbauer. Aber der Vater, oben, der Yankee Berkovich gewesen. Aber die Tochter, der Sohn mit einem Goya geheiratet. Die Familienname jüdisch. Vor einer Woche, wir haben Scheidungen gemacht in Beit Hadin. Leider, dass ich sitze als Richter. Und war ein Mann mit einer Frau, die Frau war nicht Juden, dass sie hat immer getreten vor 10, 12 Jahren, mit ihm geheiratet, zwei Kinder und jetzt scheiden lassen. So wie viele mit Übertretungen, hält nicht so lange Zeit. Das ist man versucht, aber bei der erste Streit kommt auseinander, kommt der Unterschied, den Gap between. Also, wie heißt du Vordensen? Etwas, nicht Berkovich, aber so ähnlich. Sagte Dayan, der Oberrabbiner, und die sitzt dort, und Rabbiner Ehrentreu aus London kommt, von Beit Hadin von London kommt, der Rabbiner. Sagte, das ist ein jüdischer Name. Sagt sie, ich bin nicht Juden, aber mein Vater stammt. Und sie hat immer getreten, aber die jüdische Name hat sie vorher, so wie nachher. Also die Assimilation war hier 85%. Viele, viele Juden sind hier wohnen. Lo de Halacha, ob sie wissen davon oder sie wissen nicht davon, ob sie verstehen, was das bedeutet oder sie verstehen nicht, was das bedeutet, das ist eine andere Sache. Aber vom der Halacha, das ist die Situation. Aber Klammer zu, ich möchte etwas anderes sagen, weil es ein bisschen spät. Ich treffe Goyim auf der Straße, kommt Ostern, Pfingsten, 6. Jänner, drei Könige oder sowas, 15. August, Feiertage, katholische Feiertage. Ich bin hier in Wien 24 Jahre. Ich frage die Leute, was bedeutet Ostern? Was genau war, wie hält man die Feiertage ein? Ich möchte die Gesetze, die Bräuche, Minhagim, Mitzwes. 24 Jahre bin ich da, ich habe noch nicht verstanden. Die Überraschungsei, das ist eine Sache, das ist viel später gekommen mit den Kindern beim Ostern. Was ist ein Feiertag? Spreche ich mit einem Priester. Ich habe einen Freund, habe ich euch erzählt, einen Priester von 2. Bezirk, dass er ist Lode Alacha, Jude. Ja. 2. Bezirk, Rotentumstraße, Ecke, Praterstraße. Ja, dort ist der Jude. Ich treffe ihn manchmal. Aber ich habe gesagt, Herr Priester, erklären Sie mir bitte. Ich möchte verstehen, andere Religion, aber zu verstehen. Ich bin zu blöd, bis heute habe ich noch nicht verstanden. Ich hoffe, dass ich werde einmal dazu kommen, zu dieser Stufe, dass ich werde verstehen können. Habe ich ihm gesagt, so der Priester, wissen Sie, Chanukka-Kerzen. Frag ein Kind, 10 Jahre alt, das gelernt in eine religiöse, orthodoxe Schule, wie viele Gesetze, Bräuche, und man versteht jede Sache, Olivenöl und ein Kerze und nicht zwei, und neben das Fenster, und wie hoch, wie niedrig, alle. Es gibt nicht eine kleine Sache ohne Erklärung. Wie macht man dort bei Ihnen Sukkot? So, nein, Sukkot gibt Gesetze. Was ist koschere Sukkot? Kann der Mensch 7 Tage in einer Sukkot sitzen, aber die Sukkot ist nicht kasher. Weil er muss einen Rav fragen, ob ich mache das richtig. Ich baue eine Sukkot und ich mache den Dach gemacht und dann die 4 Wände. Die Sukkot ist nicht kasher. Habe ich in Sukkot nicht gesessen, so wie zu Hause. Muss zuerst die Wände und dann den Dach darauf. Warum? So sagt der Torah. Warum so? Ich frage nicht, warum. Es gibt eine Erklärung, aber das ist nicht die Zeit, die über Sukkot, wir sind 2 Tage vor Rosh Hashanah. Langsam für jeden Feiertag. Kommt der Mensch zu meiner Sukkot, er muss ein Prophet sein, zu wissen, ob er vor einer Woche die Wände zuerst und dann den Dach oder umgekehrt. Ich weiß nicht, stellt wunderschön aus, den Dach, weil kommt hinein, sagt der Bracha, die Sukkot ist nicht kasher. Die Sukkot ist nicht kasher, muss man lernen. Für jede Sache gibt Gesetze, genau die Bräuche. Wie macht man, welche Bracha? Wann sagt man, stehen, sitzen, Kiddush? Was mache ich? Wie viel Menge von meinem? Wie viel trinke ich? Darf man reden, darf man nicht reden? Welche Bracha spreche ich? Kiddush für Shabbat, Kiddush für Rosh Hashanah, Kiddush für Sukkot? Anders. Jede Sache ist mit Verstand. Wieso machen wir? Warum? Wie? Wir sprechen schon eine Stunde über Apfel in Honig. Noch nicht einmal der Ende mit Datteln und Granatapfel und Rubie und Karte und Fisch und Kopf und Fisch. Überhaupt nicht dazu gekommen, dass jeder nicht nach Hause bittet, das zu machen. Eine Stunde lernen wir und ich habe nicht alles erklärt, nur eine Erklärung. Es gibt mehrere über Apfel. Warum Apfel? Wir lernen eine Stunde, warum Apfel, warum Honig, warum Apfel in Honig. Es gibt nicht so, dass kommt der Mensch Rosh Hashanah nach Hause, sagst du deine Frau, meine liebe Frau, wissen Sie was?
Rosh Hashanah, gute Sachen. Bringen Sie auch Banane in Honig und gibt auch vielleicht ein Fisch mit Honig. Und du machst nicht, was du willst. Der Talmud schreibt, Shulchan Aruch, was steht geschrieben? So machen. Es gibt Bräuche von Menachim, von Kehilot, kommen von Rabbanim, große Tzadikim, heilige Menschen, Frieden. So macht man. Beim Tfilin, das Benin Tfilin, es gibt verschiedene Minhagim. Manche machen so, manche machen von Hunter, Ashkenazim. Alles ist richtig. Fragt mir jemand hier in dem Mizrahi, hat ein Bar Mitzvah, sein Sohn, kommt der Bar Mitzvah, 13 Jahre alt, minus ein Monat. Lieber Kvod Rav, wie soll ich machen? So oder so? Was habe ich ihm gesagt? So wie dein Vater. Du machst nicht, aber gefällt mir so, weil ich bin Linkshänder oder Rechtshänder, so. Linkshänder, Rechtshänder, du machst, was der Vater gesagt hat, mach du weiter. Es gibt hier manche, machen wir die Dalit und dann machen wir drei oder zwei und der dritte über die zwei, über die verschiedene Bräuche, alles sind richtig. Wie hat dein Vater, hast du Vater? Ja, lebt bis 120. Schau, wie er macht und dann macht weiter. Continue it. Ich erschaffe nicht den Reifen, sondern ich fahre mit. Das ist der Besondere. Man macht gar nicht alleine. Was ist, wenn er falsch liegt? Wenn er macht falsch, dann kommt es darauf zu sagen. Kann sein, dass der Vater falsch macht. Aber wenn der Vater richtig macht, nur mit einem bestimmten Minhag, soll das auch weiter. Kommt zum Rav und der Rav sagt, der Rav, mein Vater macht so, nein, das ist nicht gut. Und der Rav wird ihn korrigieren, muss Rav fragen, mach nicht alleine. Schau, was der Vater sagt, komm zum Rav und fragt der Rav, das ist in Ordnung. Der Rav sagt, ja, es gibt solche Brauch, Minhag, mach es weiter. Der Rav, nein, es gibt sowas, das ist etwas nicht richtig. Muss man das so machen, dann mach so. Rav, Torah, Vater, kontinuiert, fortsetzen. Wir machen keine neue Sache. So wie sage ich immer beim Shiurim, das ich gebe, in der Erklärung, ich verkaufe gebrauchte Ware in einen guten Zustand. Nicht meine. Alles, was ich gesagt habe, nichts von mir, von Talmud, von Kommentatoren, ich nehme die Ware, die ich bekommen habe von meinem Vater, von seinem Vater, von meinem Rav, und ich verkaufe es weiter. Und ich wünsche Ihnen, das weiter zu verkaufen zu Ihren Kindern, dann werden alle geschrieben in der Shana Tova und Metuka. Amen. Amen.